Was geht, Leute? Mein Name lautet Danny Burnitch. Willkommen zu einem neuen Road to Commander hier in Modern Warfare 2. Los geht's. Erstmal will ich kurz die Klassen checken. Ich habe sofort gestartet, sofort aufgenommen, weil ich nicht die längste Zeit habe. Aber ihr wisst ja, genau am 15.09., also diesen Monats, ziehe ich um. Und ob ich sofort Internet haben werde, da bin ich mir nicht ganz sicher. Aber wollen wir gleich mit dem Fly for alles Spiel anfangen. Wieder zur Aufwärmung. Danach werden wir wieder ein Team Deathmatch Spiel spielen, um uns ein bisschen abzuwechseln und nicht mal dasselbe zu tun. Und ja, das erste Spiel beginnt auf Invasion. Und wir haben ein paar möchte gern gute Spieler dabei. Das ist alles in Ordnung. Den zeigen wir, wo es lang geht. Auch wenn es mein erstes Spiel nach ein paar Tagen wieder ist, aber das wird schon. So, ich glaube mit der... Habe ich eigentlich die M16 schon? Das würde mich interessieren. Habe ich leider nicht. Erst ab Level 40. Welches Level bin ich? 35. Moment mal. Nein. Stopp. Jetzt fangen wir an. Ich nehme einfach auf einmal den Hubschrauber schützen. Wir fangen doch lieber an, auf Atombombe zu spielen. Das ist besser, glaube ich. Was spielen wir am besten für... Ich weiß gar nicht. Ich glaube, wir spielen... Ja, wir spielen Herrschaft. Eigentlich immer Bodenangriff, aber wir spielen diesmal Herrschaft. Finde ich ein bisschen sinnvoller für eine Atombombe. Bei Fly for All ist das halt der... Ist das Problem halt einfach, dass wenn ihr mehr als 5 Kills habt und stirbt, dass ihr keine Atombombe mehr bekommen könnt. Und dann ist der Reiz so ein bisschen weg. Bei Herrschaft allerdings ist es immer so, dass ihr es immer bekommen könnt. Sogar die letzten 3 Minuten. Und ihr wisst es einfach. Weil es keine Killgrenze gibt. Deswegen einfach. Und wenn High-Rise kommen würde, wäre das natürlich phänomenal. Aber Sub-Base wäre auch nicht so schlecht. Jetzt überlege ich zweimal, mit welcher Waffe ich spielen sollte. Sollte ich wirklich... Ja, ich weiß nicht. Also erstmal Feuerkraft. Ganz wichtig. Die Aug... H-Bar wäre auch nicht schlecht. Ah, ich weiß gar nicht. Ich habe zu viel Auswahl. Kommt schon. Noch 2 Spieler, bitte beeilt euch. Ich will die Atombombe bekommen. Ja. So. Ich glaube, ich nehme die OMP, glaube ich. Oder die Farmers, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Herausforderungen gab es ja auch damals. Habe ich, um ehrlich zu sein, nie so wirklich gemacht. Obwohl ich mich vielleicht mehr so darauf fokussieren sollte, wäre keine schlechte Idee, ne? Weil ich dadurch auch schneller aufsteige und wir dadurch schneller unser Ziel erreichen. Wie gesagt, ich hab's nicht eilig, aber... Na gut, jetzt haben wir wieder einen in der Lobby, der labert. Ich hab's nicht eilig, aber, ich muss sagen, dass, ne, genau. Ja, genau, auf jeden Fall. Dass es schon gut wäre, wenn wir... Das Road to Commander bald hinter uns bringen, weil ich will nicht an einem Spiel so lange Zeit verbringen. Aber ich denke, das sollte nicht der Fall sein. Deswegen chillt. Ihr bringt es auf jeden Fall noch zu Ende. Und dann, ja. Übrigens, Link in der Beschreibung zu Game Key for Me für günstige Spielekeys. Vergesse ich immer am Anfang zu sagen, ich weiß nicht. Ich vergesse es immer zu sagen. Gut, die nehmen C ein, mach ich... Nein, tut die nicht, oder? Sag mir nicht, dass keiner... Doch, tut einer, okay. Da ist einer. Der ist aber sehr schlau. Da oben ist einer. Na, ich habe nur eine Claymore. Scheiße. Da oben ist einer. Was soll ich machen, Leute? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Das ist so viel für mich. Nein! Oh, habe ich mich ganz fokussiert. Ach du Scheiße. Oh, wieso habe ich den Zap-Tag? In der Claymore meine ich. Heiliger Bastard, Alter. Überleg dir zweimal, wo du campen willst, du Lappen. Meine Güte. Was für kleine Bastarde. Sorry, aber. Aber so ist das. Oh mein Gott, ich muss immer reinkommen. Wenn ich die Atombombe gleich beim ersten Mal schaffe, dann. Dann schlecke ich euch ab, Alter. Bis zum geht nicht mehr. So, vielen Dank für die Kills. Nein! Es hat noch ein Schuss gefehlt. Die OMP killt übrigens immer mit 3 Schüssen mit Feuerkraft. Immer. Oh, da haben wir 2. Ich will die unbedingt töten. Ich kann nicht zielen. Ich bin zu aufgeregt. Hallo? Nein! Puh, was? Ich bin zu aufgeregt. Hilfe! Ich bin normalerweise nie aufgeregt gewesen, aber
Ja. Heilige Scheiße, was passiert hier gerade? Ah! Ah! Mann! Oh mein Gott, was? Oh Gott! Was passiert hier gerade? Heilige Scheiße! Meine Güte, ich war im Haus! Meine Nase juckt. So richtig. Oh mein Gott! Gib mir diese Bastard. Komm her, du kleiner Bastard, Alter. Was versteckst du dich eigentlich? Ich hab die scheiß Pille, Alter. Du kannst mir gar nichts. Nein! Sorry, aber ach du Scheiße. Was versuchen die da? Die versuchen mich zu spawn-trappen. Wie süß. Jetzt kommen sie angelaufen. Das ist ja echt. Das ist ja echt richtig witzig. Okay, die Claymore wird wahrscheinlich gar nichts machen. Oh, oh Mann. Jetzt ist. Jetzt versuchen die uns zu spawn-trappen, ja. Hä? Ich, was? Ich bin nicht gestorben. Okay. Sorry, mein Aiming und sowas. Ich komme einfach nicht gerade klar. Ich komme einfach gerade gar nicht klar. So sehr ich es gerne wollen würde. Jetzt verlieren wir sogar noch C. Ah, wird gesichert. Also, wenn ich Atombombe bekommen würde, dann könnte ich das Spiel noch umdrehen. Aber ich, das ist mein erstes Spiel. Und ich fühle mich einfach nicht danach. Als, ich fühle mich einfach nicht so sicher. Wisst ihr, wenn es um eine Atombombe geht, ihr müsst euch sicher fühlen. Das ist das Wichtigste. Euch sicher zu fühlen, dass ihr sie auch bekommt. Und jetzt haben wir... Ah, Mann! Schau ich mal meine Connection an. Muss man dazu auch erwähnen, ne? Aber was für ein Hurensohn, Alter. Oh, Mann! Diese verdammte Claymore! Die geht mir so auf die Nerven, ohne Scheiß. Ich nerv mich, ich streck mich so auf. Heilige Scheiße, was macht der Bastard da oben? Wie gilt's hat der? 21 zu 6. Wir werden halt gespawn-trapped. Ne, ich kann nichts machen. Was? Claymore? Was machst du denn hier, mein Freund? Was versuchst du da eigentlich? So, natürlich habe ich eine Claymore, keine... Geile Semtex dabei, Mann. Wieso wer packt eine Claymore ein? Wer benutzt diese Scheiße? Oh, ich fühle mich so unsicher. Zu unsicher. Um gut zu spielen. Ich wünschte, ich wüsste noch, wie ich noch lebe. Nein! Das kann nicht wahr sein! Feindliche Aufklärung. Was? Sag mal, sind die alle behindert, meine Teammates? Hurensohn! Was versucht er da? Mann, immer wieder die Claymore! Ach du Scheiße! Meine Connection. Ich habe vorher geschossen, aber das Spiel hat es natürlich nicht ganz realisiert. Komm raus, dann nicht. Ja, natürlich! Fickt euch! Meine Güte! Da kriegt man hier ein... Oh! Team Deathmatch! Kriegt man ja Kopfschmerzen von sowas. Alter Schwede! Was für Möchtegern-Spieler, Alter, im Gegnerteam. Unglaublich. Estate, na, hoffen wir mal, dass das Spiel nicht gleich vorbei ist. Sorry, aber da habe ich gar keinen Bock mehr auf die Scheiße, Alter. Nur Tryharder möchte gern Spieler im Gegner-Team. So, wir spielen auf Quarry, eine sehr gute Map für eine Atombombe. Sehr gute Map. Obwohl Mittel, würde ich sagen. Mittel bis gut. Ja. Ach, Mann. Also die OMP, weißt du, kennt ihr das? Wenn ihr euch einfach nicht so fühlt irgendwie, wenn eure Hände sagen, nein, ich habe gerade auf irgendwas anderes Lust, ich meine, keine Ahnung, auf was die Hände Lust haben sollen, aber einfach nicht auf Zocken in dem Moment. Ich will zocken, aber meine Hände wollen das nicht. Das ist manchmal so. Vor allem, wenn ich nach längerer Zeit spiele, dann muss ich sie wieder dran gewöhnen, dass sie wieder zocken sollen, wenn ihr versteht. Sie haben quasi einen eigenen Instinkt, genauso wie mein Penis.
Keine Ahnung, was damit gemeint ist. Ich weiß selber nicht. Spaß. Ich weiß gar nicht, mit was wir spielen sollen. Ich habe übrigens überall Ninja Pro drin, überall. Hat alles seine Gründe, meine Freunde. Das hat alles, alles seine Gründe. Naja, gut. Wir spielen jetzt Team Deathmatch auf Quarry. Was eine gute Map ist. Aber wisst ihr was? Eigentlich muss ich zu den Maps auch gar nichts mehr sagen, oder? Denn ganz ehrlich, die sind schon so alt, dass das hier doch eh kein Schwein mehr. Wir nehmen die Waffe. Oh Gott, ich merke schon, dieser Road to Commander Part wird so... mich so fertig machen. Hoffentlich muss ich nicht wieder Rage quitten. Aber wenn, dann war es ja trotzdem ein Versuch, wisst ihr? Der Typ geht da lang, einer geht rechts lang, aber... dahinter. Nein! Oh Mann, das waren zu viele! Den habe ich gehört von vorhin. Oh Mann, ich kann nicht mehr ziehen. Oh, fuck! Mann, Aiming! Was machst du da? Das Mikrofon, Mann. Das ist nervig, Alter. Weil wenn es vor meinem Gesicht ist. So, jetzt geht's schon wesentlich besser. Heilige Scheiße, wie habe ich den denn bitte gekillt? Habe ich ja mal gar nicht verdient. Ja, bring das Auto zum Explodieren. Jetzt mag es dich noch weniger. Schade. Ah, Mann, dieser Bastard aber auch. Der geht mir so auf den Pisser. Was kann der eigentlich? Gibt es irgendwas, was er so kann? Gibt es irgendwas, was er kann? Das würde mich interessieren. Ah, fuck! Ah! Was passiert hier gerade? Sorry, das ist echt zu viel für mich gerade. Du Scheiße, was geht hier vor sich? Ich kann mich nicht konzentrieren. Okay, warte. Ich hier meine Fähigkeit ein bisschen. Ich auch 4. Ist genau die perfekte Fähigkeit. Ach du Scheiße, ich habe meinen Skill verloren, Leute. Ich habe meinen Skill verloren. Ich habe sowas von meinem Skill verloren. Also, es ist einfach so, wenn ich eine längere Zeit nicht mehr gespielt habe, dann verliere ich mein Skill. So wie sowas. Ich hätte ihn schon viel früher killen können, schon viel früher. So. Komm schon. Headshot, vielen Dank. Host-Migration, ah, na super. Wenn ich den Harrier bekommen hätte, sie eingesetzt hätte und dann eine Host-Migration gekommen wäre, dann wäre ich sauer, dann wäre ich richtig wütend. So, den oben haben wir eliminiert. Ja, haben wir. Achtung, feindliche Vorräte. Feindliche Vorräte, jetzt kommen da Atombomben, Alter, aus den Vorräten. Spaß, das ist gar nicht möglich, aber egal. Da. Oh, ach so, ich verstehe. Das heißt also, die müssen von da kommen, glaube ich. Vor allem, wer wirft seine Vorräte bitte schon hier ab, in dem Gebäude? Wie drogenabhängig muss man sein? Von da kann auch einer kommen, aber... ich kann mich nicht konzentrieren. Oh Mann, meine Konzentration! Sie ist so zerstört, habe ich das Gefühl. Ja, geh einfach raus. Vielen Dank für den Kill. Ach, das war ein Taktikeinstieg. Das war ein Taktikeinstieg, Leute. Komm schon, kill jemand bitte. Nein. Wer kriegt eine Harrier? Wieso vor allem? Wer und wieso? Jetzt, einer kommt hoch. Ich warte hier. Du kurz vor meiner Harrier. Bitte, Leute, lasst euch nicht töten. Die müssten von hier kommen. Sorry, ich muss gerade campen. Komm schon, komm hier hoch, Mann. Komm hoch! Bitte! Ich bin zu süchtig nach Laufen. Ich kann nicht warten.
Oh, du Scheiße. So, mal sehen, wie die Gegner jetzt damit klarkommen. Na, ah, super, feindliche Aufklärungsdrohne, ich bin am Arsch. Noch eine feindliche Aufklärungsdrohne. Ach, ihr wollt mich doch alle auf... Ja. Schnell hoch, schnell hoch, schnell hoch. Ich bin ja total... Oh mein Gott. Was ich alles von Atombombe tue gerade. Mach Kills. Mach doch Kills. Wenn ich dir etwas sage, dann mach's auch. Wieso habe ich schneller nachladen dabei? Wieso? Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, mach Kills, mach Kills. Bitte, 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 bitte. Mach Kills, bitte. Nein, Bretta. Hör auf. Mach bitte. Mach die Kills. Bitte, 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 bitte. Ein Kill bis zum Chopper. Hurensohn, Alter. Deine Ma. Feindliche Aufklärungsdrohne. Ist mir scheißegal. Jetzt fick ich euch. Verbündeter Apache kommt. Hey, schnappt euch den. Komm schon, komm schon, komm schon. Gib mir die Kills. Gib mir that power. Truppen da vorne. That power, power. Hey, ich hab den übrigens nie benutzt. Nie benutzt. Hey, wo, ist, wo sind die alle? Hinten. Hier. Ich suche die gerade. Wo die spawnen? Nach hier. Nein! Oh Mann! Hat keinen Sinn. Es hat keinen Sinn. Ah! Das ist so der Fehler, wenn man sich darauf fokussiert. Wo ist der Sniper? Keine Ahnung. Ich kann hier gar nicht runter, weil ich kein Kommando habe. So, jetzt aber. So. Ich werde so wie... Wisst ihr... jetzt ist mir... Hab mich zu sehr drauf verlassen, dass ich meine Atombombe... Ich bin doch scheißegal. Wirf doch noch 10 Stück davon. Und du wirst trotzdem sterben. Wo ist das Problem, Mann? Wo ist das verdammte Problem? Ich werde meine Atombombe... Wisst ihr, es ist zwar cool, noch die restlichen Kills mit der Waffe zu machen, aber... Bei Team Deathmatch bin ich da nicht so motiviert zu, weil es sowieso bald endet. Ja, sowas zum Beispiel. Ist doch... Aufklärungsdrohne online. Den hätte ich gar nicht sehen können, glaube ich sogar. Habe ich schon einen Score 20:5. Ja gut, aber ich habe auch sehr defensiv gespielt. Was wir allerdings noch versuchen können, und zwar... Zum einen diesen kleinen Bastard-Sniper da zu eliminieren... Ja, jetzt kommen natürlich dieselben Tricks wieder, wie die, wie wir sie natürlich kennen. Und wir werden natürlich für 10 Stunden wieder geblendet, aber ist schon okay. Nase juckt. Heilige Scheiße. Heilige Scheiße. Ah, ich kann da nicht lang. Immer die Scheiße. Ich kann da nicht lang, Leute. Ich kann da nicht lang. Wir können aber noch... Oh, wir gewinnen noch. Heilige Scheiße, wir gewinnen noch, Leute. Das glaube ich ja gar nicht. Wir gewinnen noch. Wie ist sowas möglich? Ich komm, ich statte ihm mal kurz einen kleinen Besuch ab. Meinem kleinen Sniper-Freund. Aufklärungsdrohne online. So. Okay, nice. Wir haben sogar noch gewonnen. Ich würde schon sagen, eigentlich auch dank mir, weil ich ja quasi, ne, die Kills gemacht habe, wenn ich gestorben bin. Ja, war in Ordnung, aber war trotzdem nicht. Hat mich trotzdem aufgeregt, dass diese eine dort gecampt hat. Ja, vielen Dank fürs zu Ende schauen. Sorry, dass die Folge ein bisschen kürzer ist. Obwohl, nein, eigentlich nicht. Voll gut eigentlich. Keine Ahnung, was ich immer mit meinen kurzen Folgen habe. Ich weiß es selber nicht. Vielen Dank fürs zu Ende schauen. Lasst einen Daumen nach oben da. Ne? Wenn ihr mehr davon sehen wollt, kommentiert das Video und abonniert jetzt meinen Kanal, um unsere Nation beizutreten. Und ich werde dich im nächsten Video wiedersehen. Ciao, ciao!